Hi und herzlich willkommen zu einer total herausfordernden Kopfrechenaufgabe, die ihr wirklich ohne Taschenrechner lösen sollt und ich denke, mit viel Erfahrung auch könnt. Es geht um eine ganz abgefahrene Wurzel, nämlich die Wurzel aus 70 mal 71 mal 72 mal 73 und dann noch plus 1. Ich will gar nichts verraten, nur so viel, es ist anspruchsvoll und es ist im Style der internationalen Mathe-Olympiaden. Macht euch mal dran, schnappt euch Zettel und Stift und guckt mal, ob ihr das hinbekommt. Ich werde mich jetzt auch sehr konzentrieren. Hier im 40 Grad heißen Boot gerade nicht so einfach, aber ich denke, ich schaffe es und kann euch hier zeigen, wie wahnsinnig elegant diese Aufgabe gelöst werden kann. Was man nämlich hier macht, ist ganz viel Substitution. Ich ersetze erstmal die 70 durch ein x. Dann kann ich nämlich sagen, und das macht das Ganze gleich viel übersichtlicher, dass diese Wurzel eigentlich die Wurzel ist aus x mal, jetzt sage ich, 71 ist ja 1 mehr als 70, also x plus 1. Für die 72 nehme ich entsprechend x plus 2, für die 73 x plus 3 und dann kommt noch plus 1 hinterher. Jetzt sortiere ich ein bisschen clever um. Warum werdet ihr gleich sehen? Und hole mir diese Klammer hier weiter nach vorne. Multiplikation ist ja kommutativ, also darf ich das? Dann habe ich x mal x plus 3 mal x plus 1 mal x plus 2 und plus 1 schleppe ich weiter mit. Und jetzt wird ausmultipliziert. Dann hole ich hier das x auf jeden Teil der Klammer und hier muss ich ein bisschen schwieriger ausmultiplizieren. Jeder muss jeden einmal treffen. Dann komme ich auf x Quadrat plus 3x in Klammern. Mal Konzentration x hoch 2 plus x plus 2x plus 2 in Klammern und plus 1. Alles natürlich immer noch unter der Wurzel. Und jetzt fasse ich ein bisschen zusammen. Und dann seht ihr auch, warum ich die Klammern so zusammengebracht habe, wie ich es gemacht habe. Weil dann habe ich hier auch x Quadrat plus 3x stehen, wie in der ersten Klammer. Und dann, hatte ich ja schon angekündigt, werden wir viel substituieren und das machen wir jetzt auch. Weil wir hier überall x Quadrat plus 3x sehen, ersetzen wir jetzt x Quadrat plus 3x zum Beispiel durch y. X Quadrat plus 3x ist dann y und dann steht da y mal Klammer auf y plus 2, das Ganze plus 1. Dann habe ich wieder eine Klammer, die ich ausmultiplizieren kann. Also das y geht hier auf jeden Teil drauf, sodass ich habe y hoch 2 plus 2y, Klammer brauche ich dann auch nicht mehr, plus 1. Und da muss man jetzt einen ganz scharfen Blick haben. Was seht ihr da? Y hoch 2, 2y und 1. Das ist eine perfekte erste binomische Formel. Kann ich also verpacken zu y plus 1 in Klammern hoch 2. Probiert's mal aus, wenn ihr es nicht glaubt, es klappt wirklich. Und jetzt habe ich ein ganz großes Ziel erreicht. Jetzt habe ich da nämlich ein hoch 2 und eine Wurzel stehen. Und die kürzen sich bekanntlicherweise miteinander weg, sodass ich letztendlich y plus 1 nur noch da stehen habe, ganz alleine ohne die Wurzel. Und jetzt wird resubstituiert. Was war mein y nochmal? Naja, das hatte ich genommen als x Quadrat plus 3x. Und wenn ich das jetzt rückgängig mache, steht da x Quadrat plus 3x plus 1, weil ich einfach fürs y wieder meinen Ausdruck einsetze, den ich vorher hatte. Dann resubstituiere ich wieder. Weil das x war ja auch nur ein Platzhalter, und zwar, wenn ihr euch erinnert, für 70. Also weiß ich jetzt, dass das Ergebnis der krassen Wurzel 70 hoch 2
plus 3 mal 70 plus 1 ist. Und das kann man tatsächlich easy im Kopf ausrechnen. 70 hoch 2 ist nämlich wie 7 mal 10 hoch 2. Also hoch 2 geht auf jeden Faktor drauf. 7 Quadrat, 7 hoch 2 wissen wir, ist 49. 10 Quadrat wissen wir auch, ist 100. Also kommt da 4900 raus. 3 mal 70 ist ja wie 3 mal 7, eine 0 dran. Also 210 und 1, naja, müssen wir nichts mehr machen, ist einfach 1. Also die kommt am Ende einfach nur so drauf. Und dann rechne ich jetzt alles zusammen. 4900, 210 und 1 macht insgesamt wunderschön 5111, 5111. Und das ist das Ergebnis von dieser abgefahrenen Wurzel. Hätte man, glaube ich, nicht unbedingt gedacht, dass man das so gut im Kopf berechnen kann. Für mehr solche Wurzeltricks empfehle ich euch diesen Algorithmus. Super cool und super verblüffend. Oder aber ein Video hier oben drüber. Da könnt ihr auch sehen, wie man mit Wurzeln ganz clever rechnet. Viel Spaß damit, bei Fragen meldet euch und bis bald!